Hallo, mein Name ist Waltraud Frobel mit einem Buch ganz nach meinem Geschmack von C.J. Hauser, Die Kranichfrau, ist neu erschienen bei Beck. In diesem Buch geht es eigentlich so um das Leben einer 30-jährigen Frau. Sie schreibt, sie scheitert, sie weiß eigentlich nicht, wen sie liebt. Es geht so um Blick auf ihr Leben. Sie reflektiert auf eine sehr gute Weise. Sie erinnert sich an Geschichten aus ihrer Familie. Sie forscht über ihre Familie. Sie schreibt Dialoge auf, man taucht so ein in ihr Leben. Also ich mag das sehr, wie sie schreibt, ist eigentlich jetzt kein fortlaufender Faden, aber das ist eine ganz spannende Collage aus Erinnerungen, aus Familiengeschichten, aus politischer Reflexion, Reflexion über Feminismus. Es geht um Schreiben und das Scheitern dran. Es geht um Scham. Also eigentlich geht es grob gesagt um das Leben, aber sie macht es sehr. Sie hat so eine ganz flotte Schreibe, finde ich. Man ist eigentlich gleich drin und will eigentlich gar nicht, dass das Buch aufhört. Es lohnt sich auch, ihr auf Instagram zu folgen. Das ist eine ganz spannende junge Frau, da freue ich mich auf die nächsten Bücher. Viel Vergnügen mit der Kranichfrau. Ist ein gutes Geschenk für eine Freundin oder auch für eine junge Frauen, ältere Damen, also für alle Frauen.